Herzlich willkommen bei Eschas Tarot bei den Wochenlegungen. Wir sind beim Sternzeichen Skorpion in Kalenderwoche 48. Die beginnt am 28. November und endet am 4. Dezember. Und wie ihr seht, sind mir hier schon gerade zwei Karten ganz prägnant rausgesprungen. Oha, lieber Skorpion, wir haben hier auch bei dir einmal die Herrscherin. Ich habe gerade schon bei den anderen Videos erklärt, wir haben eine sehr machtvolle, sehr autoritäre, sehr kraftvolle Woche vor uns. Ich habe ganz viele Herrscherkarten, ich habe ganz viele Königs- und Königinnenkarten. Das bedeutet tatsächlich, dass du in dieser Woche irgendetwas beherrschen und angehen kannst. Da wird dir viel Energie vom Universum geschickt, um Dinge umzusetzen. Ob du das dann letztendlich machst oder nicht, ist deine Entscheidung. Wir sind auch von der Mondphase her in so einer Veränderung drin. Wenn du dich darauf einlässt, wird dir diese Veränderung leicht fallen. Du wirst sie quasi spielend beherrschen. So, jetzt haben wir hier bei dir die Herrscherin, eine sehr weibliche Karte, aber auch wenn du männlich bist, kannst du diese Herrscherenergie mitnehmen. Sie ist sehr erfolgreich, sehr mächtig, sehr durchsetzungsstark. Sie ist naturverbunden, also gerade auch was Spiritualität angeht. Sie hat hier dieses Zepter in der Hand, was nochmal so Richtung Himmel zum Universum zeigt. Das heißt, sie hat da so einen Draht zum Universum, zu ihrer Spiritualität. Jetzt haben wir aber gleichzeitig die vier Schwerter. So, und das ist so ein bisschen hinderlich, weil das ist total das Gegenteil. Das ist eine Stillstandskarte. Hier wird nichts gemacht, hier wird sich ausgeruht. Und da musst du ein bisschen aufpassen, dass du da aus dem Knick kommst. Also nicht einfach hinlegen und warten, dass alles von alleine besser wird, sondern du hättest hier in dieser Woche tatsächlich die Chance, selber was in die Hand zu nehmen, selber etwas zu beherrschen, selber der König deines Lebens zu sein und Dinge in Angriff zu nehmen. So. Jetzt kann das aber sein, dass du hier auch ein bisschen Selbstzweifel mit drin hast, dass du dir das gar nicht zutraust. Das wäre tatsächlich schade, weil ich sehe auch hier in dieser Karte, bei dir ist ganz prägnant verpasste Chancen. Und auch das kann sich wieder in alle Lebensbereiche übertragen lassen. Also du kannst tatsächlich im Beruf verpasste Chancen haben, in der Liebe. Du hast dich deinem Partner nicht richtig geöffnet. Du hättest eine Chance, irgendetwas in Sachen Liebe zu verändern, hast das aber nicht gemacht. Und das ist tatsächlich schwierig bei dir in dieser Woche. Tatsächlich muss ich ganz ehrlich sagen, ich sehe diese Kraft, ich sehe diese Macht, aber ich sehe nicht, dass du sie einsetzt. Wäre cool, wenn du es andersrum machst, ne? Wie gesagt, das sind verpasste Chancen, die du dann quasi liegen lässt und dann im Endeffekt dich später darüber ärgerst. Deswegen wäre es ganz gut, wenn du dir diese Kraft, diese Energie nochmal verdeutlichst, damit du sie dann auch mitnehmen kannst. Und das auch egal, in welchem Bereich deines Lebens. Also hier ist tatsächlich eher so ein, ich sperre mich gegen Veränderung drin. Ja, lieber Skorpion, was du letztendlich draus machst, darfst du ganz alleine entscheiden. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.